So, meine Lieben, da sind wir doch wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt euch mit Getränken und Co. versorgt. Ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen bei mir. Wird langsam voll. Das packe ich dahin. So, ja, warte, Controller, komm ran. Guckt ihn euch an, diesen wunderschönen Stick. Er quält meinen Daumen. Ist es nicht wunderschön? So, Sejan, jawollo, einmal zurück. Dann starte ich unseren Timer wieder. Start, der darf schön weiterzählen. Zack. Und wir legen weiter los. Wir haben im letzten Part ja ein paar Herzteile und Co. gesammelt und machen uns jetzt endlich dran an den nächsten Dungeon. Ich hoffe, ihr seid auch so aufgeregt wie ich. Es geht also endlich wieder mit Progress weiter. Jetzt geht's aber erstmal ab nach Goronia. Ne? Ab geh die wilde Fahrt, Leute. Geh die wilde Fahrt. Wir haben erst noch einen Stein haben wir erst. Verdammt Scheiße, ich muss die drei heute noch fertig kriegen. Wir sind schon bei 3 Stunden gleich. Holy shit. So, Goronia, los geht's. Ach, die Goronen, ich liebe sie. Sie sind so schön entspannt und gechillt. Und einmal hinab. Wir können direkt in. Hoppala. Link, du hast es doch gelernt. Du sollst hier nach vorne hinwegrollen. Was ist denn los mit dir? So. Hast du dich denn mit Geruch, Wasser und. Hast du dich mit genug. Mit Geruch, Alter. Hast du dich mit genug Wasser und Cracker versorgt? Ich habe nur Wasser am Start. Das reicht. Cracker brauche ich nicht. Hab heute schon gut gegessen. Ne? So, warte. Ich muss das Waldlied machen. Das war. Nee, gar nicht wahr. Scheiße, ich muss nicht das Waldlied machen. Ich muss erst das königliche Lied machen. Ich bin schon verstrahlt. Geht jetzt schon los. Ja, das war das falsche Musik. Nee. Nee, nee. Habe ich dann bestimmt letztes Mal auch schon verkackt. Nee, ich will auch nicht mit dir reden. Ich will mit niemandem reden. Ich will hier Musik machen. Ich habe hier gerade am Jam ein bisschen so. Weißt du, was soll denn das? Mac-Dorfbewohner. In Slow Motion Sound. Ach, Minecraft-Dorfbewohner. Mac, Alter. Mac ist, Alter. So, jetzt gehen wir da rein. Da kommt gleich der Mann mit den dicken Möpsen. Hallo. Darunia. Was? Wer bist denn du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Hab ich nicht schon genug gelitten? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Wer definiert denn, was hier jetzt richtig und nicht? Also, hä? Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Und ich hab ein Abszess am Arsch, Alter. Alles scheiße, Mann. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen, ne? Pass auf, ich mach jetzt mal gute Laune-Vibes für dich, ne? Goronen. Ich mag Goronen. Während der Pause ein Video mit Enten gesehen. Ich mag Enten. Enten sind süß. Ja. Es gibt ja auch diesen Twitter-Channel irgendwie, Why You Should Have a Duck oder so. Kann ich nur empfehlen. Naja, der Unterschied zwischen Kind und Mann ist wohl deutlich. Ja. Kommt jetzt drauf an, es gibt auch sehr kleine Männer. Die sehen aus wie Kinder. Oh. Wow. Das groovt ja richtig, sag ich doch. Das groovt. Fühlst du den Groove? Yeah, yeah, yeah. Ein heißer Beat, Alter. Groovy. Im Abgehen ist der Junge endlich wieder gute Laune. Let's dance. Yeah. Ja, huu. Wusstet ihr, dass Enten fliegen können? Hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich wäre ich davon ausgegangen. Die schwimmen zwar sehr viel rum, aber eigentlich sollten die ja auch fliegen können. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt's etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Okay. Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronen-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss.
Der Lohn für deine Mühen soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du, Schisse, sogar du, schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Geilomat. So. Jetzt geht es los. Warte, wir können direkt schon mal jetzt hier Feuer mitnehmen. Jetzt nicht. Navy, Navi, Navi, wie auch immer du angesprochen werden möchtest. Ich hab keine Zeit. Muss mich hier drum kümmern. Hier einmal. Hier einmal. Aber ganz schnell jetzt. Hier und hier und fertig. Ich wusste nur von Enten und Korkenziehern. Oh nee, Mann. Wieso? Wieso landen wir wieder bei dem Thema? Können sich direkt zu Schweinen gesellen. So. Als Stadtkind sieht man sie eigentlich nur im Wasser schwimmen oder auf Gras liegen. Liegen sieht man sie eigentlich nur im Fernsehen. Aber ich habe einmal leibhaftig mit eigenen Augen gesehen, dass sie fliegen können. Ich war so baff, dass ich an mir selbst gezweifelt habe. Ja, ich sag, wie es ist. Also ich habe, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir kein Moment ein, wo ich eine Ente mal habe fliegen sehen. Wirklich nicht. Das können die wohl, aber selbst mit eigenen Augen es live gesehen habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Heute steigen wir wieder tief in die Philosophie hinein hier. Können Enten fliegen? Und wenn eine Ente fliegt und niemand sieht es, ist die Ente dann wirklich geflogen? So, wir könnten jetzt aus diesem Ding ein Herzteil raus organisieren. Würde ich aber nicht machen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach direkt das über dem Dungeon. Und ja, gehen jetzt erstmal in den Dungeon rein. Ich habe Bock auf Progress. Ich möchte ein bisschen weitermachen. Ja? Einfach weitermachen jetzt. Muss man ein bisschen vorankommen hier, sonst wären wir heute gar nicht mehr fertig, ne? Rückt. So, nun geht's los. Gebirgspfad. Ich zeige euch wieder einen Trick, wie ihr eine kleine Abkürzung zu einem Herzteil bekommt. Ich hoffe, das geht hier in meiner Originalversion. Und zwar, normalerweise soll man eine Pflanze pflücken. Und diese Pflanze dann hier einbuddeln und nachher kann man mit so einer Plattform hier hochfahren. Oder, weil es halt klappt. Hallo? Bitte werfen. Oh Gottes Willen. Die ist, glaube ich, ein bisschen weit weggefallen jetzt. Ja, das hat nicht funktioniert. Link bitte nochmal. Dankeschön. Bitte in diese Richtung. Meine Fresse, wirf die Scheiße! Oh mein Gott. Kriegst du die Tür nicht zu? Du kriegst die Tür nicht zu? So, nochmal. Los, Link. Wirf das Scheißteil, Mann. Also. Ehre. Ihr Lieben, ich bin auch mal offline. Viel Spaß noch und hoffentlich bis morgen. Hau rein und komm gut zu liegen und bis hoffentlich morgen. Was war wegen morgen früh? 9 Uhr? Hatte das vorhin nicht ganz mitbekommen. Ja, 9 Uhr, morgen früh geht das weiter. Ich versuche das zumindest. Vielleicht wird es auch 9.30 Uhr, aber ich denke jetzt mit 9. Ich glaube, ich schaffe das. So, warte, jetzt müssen wir eben konzentrieren. So, und jetzt müssen wir hier rückwärts runter. Und eigentlich mit Glück. Ah, shit. Verschissen. Kommt mal da drauf. Nochmal. Wir müssen das schaffen, weil ich brauche das. Ich brauche diesen Herzteil. Ich habe jetzt mit dem Herzteil spekuliert. Ich will es doch haben. So. Vorsicht. Bitte Vorsicht. Eins brauchen wir jetzt noch. Ich kann da jetzt nicht reingehen. Das wäre sonst irgendwie dumm. Wir haben nämlich fast ein weiteres Herz. Wir werden es nicht brauchen, aber ich will es haben. Weißt du? Ich will es haben. Ich will es haben. Hallo, Digga. Alles cool? Ja, pass auf. Besten ist, dass ich mir macht irgendwie so. Nee, warte. So, und jetzt rückwärts. Nee, noch ein bisschen so. Jetzt, genau. Oh, jawollo. So kommt man dann rauf und zack, gibt's hier das Herzteil. Ehre. Ähnliche Gattung als Enten. Wir sind immer noch bei den Enten. Kommen wieder Folgen auf YouTube oder bleibt das auf Twitch? Nee, es kommt alles auch auf YouTube. Also ich lade alles auch auf YouTube hoch. Dauert aber, es ist immer ein bisschen verzögert. Also so meistens so 4, 5 Tage.
Ich versuche da aber direkt Montag zu starten, dass man dann Montag nachkommen kann. Und hier wäre das Ding gewesen mit dem... Da wäre man dann hochgefahren und hätte so eigentlich das Herzteil bekommen sollen. Wann plant der Fuchs, die 4 Bomben in die rotierenden Kessel zu schmeißen? Waren das nicht 3 Bomben? Das mit Spannung... Keine Ahnung, das machen wir irgendwann. Jetzt machen wir erstmal hier. Ich geh's jetzt mal weiter. Bomben. Ich brauche Bomben. Ich brauche dringend Bomben. Leute, willkommen im nächsten Dungeon. Es ist endlich soweit. Wir sind in Dodongos Höhle. Ich begrüße euch recht herzlich. Tag. Ich denke, nach Dodongos Höhle werden wir nochmal eine Herzteil-Sammelrunde einlegen. Dann verabschiede ich mich auch mal. Bin müde. Bis morgen. Komm gut zu liegen und bis morgen. Noch geht's bei mir. Wir haben jetzt 21.31 Uhr. Oh. Also bis 23 Uhr wird es wohl auf jeden Fall werden. Wenn wir dann noch nicht durch sind, dann haben wir Pech gehabt. Dann machen wir dann doch ein Break. Listen! Sieht aus, als wäre hier jede Menge, also nicht durch, sondern die ersten 3 Dinge halt, ne? Jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ich pass auf. Mach dir keine Sorgen. Ich pass schon auf mich auf. Jetzt gehen wir erstmal links rüber. Ergibt, glaube ich, keinen Sinn, weil da ist nicht wirklich was. Aber wir machen es zwar trotzdem. So, nehmen wir mal diese schöne Blume. Was, warum wirfst du denn nicht? Irgendwie wirft der nicht. Meine Fresse. Link und ich haben heute keinen Spaß mit den Bomben. Das wird echt noch witzig, Mann. Scheiße, Bruder. Eine Bombe oder 50 Bomben. Je nachdem, wann das Glücksroulette dem Fuchs gütig gesinnt ist. Ich wollte sagen, das ist ein Roulette, ne? Ich hab das nie gewusst. Ich dachte mir, das ist so 3-mal. Weil es immer meistens 3-mal war. Oh, letztes Mal, als wir gestreamt haben, habe ich da endlos Bomben reingeschmissen. Hä? Wann geht es los? Und dann hat mich irgendjemand aufgeklärt, dass das random ist. Das war mir nicht bewusst tatsächlich. Es fühlte sich immer an wie 3. So, hier noch irgendwas, was wir machen können? Moin! Na? Doink. Der verkauft mir, glaube ich, so ein Schild. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Also wir können eigentlich clever sein und hier schon mal dieses Schild ausrüsten. So, denn das andere Schild kann verbrennen. Und da muss man sich ein neues organisieren und das nervt voll ab. Jo, jetzt geht's los. Ich muss übrigens sagen, ich habe mich inzwischen in Gänze an die Grafik gewöhnt. Sie stört mich nicht mehr. Es geht jetzt. Trotzdem freue ich mich, wenn wir das nächstes Jahr in der PC-Version spielen. Schöne 60 FPS, butterweich. Jo, aber das hier hat auch seinen Charme. Hatte ich ja auch Bock drauf, wie gesagt. Originalkonsole ist auch mal schön. Jo, jetzt geht's los. Ich bumse erstmal den da weg. Normalerweise kannst du den schön anvisieren und jetzt, genau. Wirst du doch aus. Klappt ja doch, irgendwie. Komm, wachs mal wieder nach. Die wachsen auch echt schnell, muss man wirklich sagen. Da ist nicht was los. Die sind gut genährt, diese Pflanzen. Und schmeißen. Dieses Mal mache ich keinen Bomben-Counter. Todes-Counter reicht, oder? Vielleicht doch? Ich glaube doch. Muss ja eh alles nachholen. So habe ich auch Beschäftigung dabei. Tu dir keinen Zwang an. Du darfst so viele Counters machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Todes-Counter ist immer nett. Da wird aber nicht viel passieren. Ich glaube, Todes-Counter wirst du Glück haben. Ich glaube nicht, dass wir draufgehen. Also, sind wir letztes Mal gestorben? Ich glaube, eigentlich sterbe ich nie bei Ocarina of Time. Da muss wirklich was echt Dummes passieren. Vielleicht ganz am Ende beim Eisenprinz oder so. Vielleicht da. Aber ansonsten... In der Regel stirbst du nicht. Wobei, jetzt mit der Steuerung durch diesen Controller und den ausgenudelten Stick... Könnte passieren. Ich will jetzt nichts beschreien. So, du gehst das hier durch. Sehr schön. Ein bisschen Geld einsammeln, ne? Wir haben uns gar nicht diese Vogelscheuchenpolka organisiert, aber ist nicht so schlimm. Komm mal hierher, du musst hierher. Komm mal hierher. Hier hin. Los. Hier müsst ihr hin. Kommt hierher. Hierher. Ja, ja, ja. Nein! Wieso geht das nicht? Normalerweise kannst du die doch da hinlocken und dann gehen die kaputt da an dieser Tür. Ja, nicht so wichtig. Ist eh nur Scheiße drin, brauchen wir nicht, aber trotzdem ist es komisch. Ich fühle mich verwirrt. So. Jetzt schieben wir hier so schön so eine Figur da mal eben auf den Schalter drauf. Komm mal ran. Na, komm her. Ja, so lobe ich mir das. Schön ziehen.
Und schieben. Und schieben. Und schieben. Düdeldüdeldüd. Und trinken. Und trinken. Mir ist das mit diesem PC-Pod gerade zu viel Stress. Das geht irgendwie nicht. Hab ich doch keinen Bock drauf. Muss doch nicht jetzt machen. Aber es ist nicht schlimm. So, Paul scheint keine Aufmerksamkeit mehr zu erhalten. Oh, wird der Blaufuchs ohne zu sterben? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich bin gespannt. Eine Umfrage. Ihr könnt jetzt abstimmen. Ich habe das nicht mal gesehen, ich war hier hoch konzentriert. Das fällt jetzt hier oben nur so kleiner Balken ein. Eine kleine Umfrage. Werde ich es schaffen, ohne zu sterben oder nicht? Elite, du bist ja doch noch da. Ja, du hast mich inzwischen ganz verlassen. Noch 20 Sekunden, ihr müsst Gas geben. Gebt Gas. So. Wie moin, meine Lieblingsboys. Gott, ich mag die so gerne. Hallo. Das ist doch Freunde, die sollten einfach nur schmusen. Jetzt wäre mir viel lieber. Und weg ist er. Tschüss. Jetzt kommt ein anderer Kumpel, der hängt hier irgendwo rum. Du bist mein White Noise. Ich wandere ab. Wandere aber auch gelegentlich durch die Gegend. Ja, gönn dir. Nur jeder braucht seine Hobbys, ne? Ich bin überlegen, ob ich das mit dem Halten lasse oder ob ich das umstelle. Eigentlich mag ich das ja gerne, den Knopf zu halten. Aber ich glaube, der ist nicht mehr so ganz zuverlässig, mein Knopf. Na, wir probieren mal weiter. Oh, rauf da. Den ersten haben wir platt gemacht. Nice Sache. Hat so einen schönen Lendenschurz. Na, kommst du an? Hab's doch da hinten gesehen, den Pixelbrei. Komm, wir treffen uns hier in der Mitte. Let's go. Du hast wunderschöne Augen. So, und fertig. So, welche Tür ist jetzt die richtige? Ich glaube, die auf der anderen Seite. Ich hoffe doch. Wir werden es herausfinden. Hier lang. Hier lang. Und durch da. Jetzt take a look. So, da könnte man eine Bombe gebrauchen. Brauchen wir aber nicht. Das lohnt sich auch nicht. Hi. Ja, alles cool bei euch? Oh, oh, Vorsicht. Hey, dann schweif los! Oh, oh, weg! Und rauf auf den Schweif! Oh, weg! Eieiei. Ja, wenn der in der Wand steckt, ist er ein bisschen fies, ne? Oh, jetzt explodiert er gleich, müssen wir aufpassen. Bumm! Ehre. Ehrenvoll! Hi! Und raus. Und raus. Ich glaube, er ist tot, Jim. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, ein bisschen Geld. Schön. Schönes Dach ist das, ne? So, da irgendwo wandert noch so ein verstrahlter Letzter herum. Wo ist er denn? Da bist du, hallo! Los, auf den Schweif, auf den Schweif, immer auf den Schweif herauf. So. Aber man muss ja sagen, ist ja auch ein bisschen beeindruckend, wie dieses N64 auch heute noch seinen Dienst tut, ne? Das Ding ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber es läuft immer noch. Das ist echt irgendwie nicht gut. Können sich andere Geräte auch eine Scheibe von abschneiden jetzt, ne? Sag's ja nur. So. Hier noch ein.
Hier nochmal ein. Hier nochmal ein. So, einmal die ganzen Lampen angezündet. Ja, dann ist ja auch wieder hell in der Scheiße hier. Und auch weiter geht das, ne? Zack. Sind hier Fledermäuse? Nee, ne? Mhm. Einfach auf die andere Seite. Soweit, so gut. Auch einer der cooleren Dungeons so. Ich freue mich aber auch vor allen Dingen auf den Waldtempel. Alle hassen den Waldtempel, nur ich nicht. Ich liebe ihn. Also der gruselige Musik. Waldtempel ist einfach Beste. Oh nein, 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 nicht in die Lava. Oh. Und wieder rüber da. So. Diese Tür hat sich jetzt, glaube ich, geöffnet, oder nicht? Ah, jetzt dürfen wir die dicke Bombe machen. Das macht Spaß. Einer der coolsten Momente im Game. Also einfach nur lustig. Cool ist nicht so, aber lustig. Hier. Die Bombentreppe. Kleine Kettenreaktion auslösen. Das macht Spaß. Jetzt kommt's, dein Tempel-Ranking. Ich liebe den Waldtempel auch. Ich mag alle. Oh, Tempel-Ranking ist schwierig. Das ist schwierig. Ich glaube, am besten... Also die ersten drei sind halt, die sind super muggelig. Die hat man auch am öftesten irgendwie gespielt. Also mein liebstes Ding... Schwierig, ich kann es gar nicht... Ich finde die eigentlich alle klasse. Ich kann eher sagen, welche ich nicht so gut mag. Also am wenigsten mag ich tatsächlich den Geistertempel da. Also den lilanen. Hier muss man nicht unbedingt rein, aber ich glaube, hier gibt's. Was gab's denn da? Die Map oder den Kompass, irgendwas ist da drin. Deswegen, wir gehen da jetzt mal rein. Auch wenn man es nicht muss. Haut mal eure Rankings gerne raus. Elite, ich bin neugierig. Hau mal deine raus. Ich will's wissen. Ich will es wissen. So. Hier ist ein bisschen nervig, muss ich sagen, aber das kriegen wir hin. Gibt's eigentlich irgendwie noch einen geileren Trick? Ich habe immer Probleme, den jetzt zu treffen, ein zweites Mal. Das erste Mal ist ja easy. Packt doch mal eben nach, du Scheißpflanze. So, aber ich glaube, wenn man den anvisiert und auf ihn drauf wirft, dann geht das ganz gut. Mist. Ich war einfach zu langsam. So, nochmal. Heilt er sich jetzt wieder oder bleibt er jetzt so? Dann wird's ja gehen. Jetzt eben schnell die genommen. Los. Oh, oh. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Dahin. Ja, ja, ja. Genau so lobe ich mir das doch. Oh, nee, nicht zu mir. Geh weg. Du musst doch nicht zu mir kommen. Dankeschön. So lobe ich mir das, ne? Versuche es mal zusammenzustellen. Kommt gegebenenfalls super random und zu unpassender Zeit. Ja, gerne, gerne. Das macht nichts. Auch der Rest gerne, ne? Haut mal raus, eure Rankings. Also ich glaube tatsächlich, bei mir wäre es... Also die ersten drei finde ich halt muggelig. Die sind so die ersten, die ich einfach mag. Die mag ich alle drei gleich gerne. Und von den richtigen Tempeln... Würde ich sagen, ist auf Platz 1 ist tatsächlich den Waldtempel, weil ich den einfach so geil finde mit seiner Musik. Gefolgt vom Feuertempel. Da kommt eigentlich auch schon der Wassertempel. Ich finde den ja doch geil, auch wenn er nervt. Und ja, die weakesten finde ich, glaube ich, ist eher der ist dieser Geistertempel, den finde ich nervig. Wollte ich hier flexen mit meinem geilen Trick, ne? Den hier. Schön die Rückwärtsadus hoch. Macht ihr das auch immer zu Hause? Geht ihr auch immer so die Treppen hoch? Ich nicht. Aber Link macht das. Denn er hat's drauf. Jo, jetzt gehen wir hier hoch und dann gehen wir da rum. Und von den ersten drei nervt mich jetzt am meisten Lord Yabu Yabu. Der geht mir richtig auf den Sack. Nach dir, Lieben. Nach dir, Sersi. Komm gut zu liegen. Bis gegebenenfalls morgen wieder. Hoppala. Du hast einen goldenen Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Das ist doch schön. Wie spät haben wir das denn? Ja, es ist gleich 22 Uhr. Ja, ja. Ja, ja. Brock, ist das echt noch nicht so viel? Oh, nö. Richtig nervige Nervbolzen hier. Moin. Zack. Oh. Toll. Den einen anvisiert und der andere bumst mich, weißt du? Geilomat. Bumsen! Einfach zurückbumsen, das ist der Trick. Du musst zurückbumsen. So. Jetzt schieben wir dich eben kurz zur Seite. Komm her. Schieben, genau, eben zur Seite schieben.
Dann da hoch und dann drücken wir jetzt schön die Knöpfchen da und dann öffnet sich die nächste Tür. Ne? Dann geht das wieder weiter geradeaus. So, jetzt geht's wieder los. Ach, die Feuerviecher, du richtig nervige Boys. Und Girls. Habt ihr gesehen, wie die Frame da runtergehen ist? Geil, Omat, Alter, heftige Scheiße. Ja gut, das ist man nicht mehr gewohnt, ne? Also, holy. So, jetzt gehen wir schön hier rüber, lassen uns nicht in dieses Loch bumsen von der komischen, ne? Fledermaus, so heißt es. Schön weit. Einfach weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Den Raum habe ich schon vermisst. Hier müssen wir aufpassen. Hier sind so Dinger, da. Da wollen wir uns nicht von treffen lassen. Nee. Ja, in diesem schmalen Gang weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer die richtige Richtung zu... Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Ist gut. So, weiter geht's. Oh, was mach ich denn für eine dumme Scheiße, Mann? Alter. Läuft bei mir heute. Ich hab ein gutes Gefühl. Also, das wird, glaube ich, Gold mit uns. Also, Wüstentempel. Dann kommt der Waldtempel. Also, der Elite. Ich muss ja immer hier sagen. Der Elite hat sein Ranking fertig. Wüstentempel, gefolgt vom Waldtempel, dann der Feuertempel, Baum, Vulkan, Geistertempel, Wassertempel, Jabu Jabus Bauch. Ja, Jabu Jabus Bauch hassen alle, ey. Der nervt halt voll ab, weil man noch diese Prinzessin immer mit sich rumführen muss. Toll, das hat's ja richtig gebracht. Volle Geldbörse und dann so ein schönes Ding eingesammelt. So, hier müssen wir jetzt auf Zeit spielen. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Und jetzt da los. Oh nein. Ah, hat trotzdem gezählt. Läuft, Leute. Habt das im Griff? Hubala. Habt das im Griff? Der Brunnen nervt mich auch noch so ein bisschen. Aber der geht, wenn man weiß... Also, oh Mann! Alter, was ist los? Wenn man weiß, wie der geht, ist der ja nicht schwer. Weil man muss im Grunde ja nur geradeaus laufen eigentlich. Also, wenn man nicht alles sammeln will, wenn es darum nicht geht, also kein 100% Run, dann ist der schnell erledigt. Hm. Das wird nervig. So, Achtung. Einmal... Darauf geschießt. Das Mittelfeld ist so ziemlich auf gleichem Ebene. Mag die Idee mit dem 50 Kit, 50. Ja, ist halt wirklich auch. Muss man, hier kannst du auch einfach durchrennen. Muss man eigentlich nicht bekämpfen. Ich war gerade am Chat lesen. Kannst du so durch. Sich um nichts kümmern. Ach, hier die Boys wieder. Moin. Direkt in die Eier. Direkt in die Eier. Und in die Eier. Wobei es ist eine, ein Echsenwesen. Es hat auf jeden Fall draußen keine Eier. Kommst du her oder wie machen wir es? Kommst her, ne? Cool. Hi. Kommt dein Kollege jetzt wieder? Komm mal ran, ich habe mich wie so eine Schildkröte hier eingeschildkrötet. Kannst da direkt herkommen. Komm, spring mal. Komm. Nicht nur die Gesten, auch herkommen. Genau, danke. So ist fein. Wir hätten Freunde sein können. Weißt du, hatten schön uns heute Abend ein Bierchen oder so, ein bisschen schnacken. Nee, ihr wollt mich mit dem Messer bedrohen. Richtig fiese Möpse seid ihr. Richtig fiese Möpse. Komm her. Na los, spring. Spring. Ja, spring her. Spring her, kleiner Mann. So, fertig. Zeit aufzustehen. Oh, dann heißt es gleich wieder Pause. Ja, dauert noch. Wir haben noch 31 Minuten, Leute. 31 Minuten noch. Da schaffen wir den hier auf jeden Fall noch. BB Kurin, moin moin. Kurin ist wieder zurück. Jo, hast noch nicht viel verpasst. Jo, bestimmt den Tempel hier, ne? Aber geht noch. Oh. So, warte. Eieiei. Eieiei. Alter, dieser Controller. Hätte nicht gedacht, dass das das schlimmste Problem wird, ey. Ich dachte, die Grafik packt mich mehr, aber Mann, ey. Und los. Aber man gewöhnt sich langsam dran. Wie gesagt, an alles. So, hier gab es doch etwas Wunderbares in dieser wunderschönen großen Kiste, das uns endlich voranbringt und uns viel Freude bringen wird. Viel Freude.
Die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongos Leder, aus Dodongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Du kannst die Bombe auf C platzieren und Hindernisse wegsprengen. Endlich haben wir Bomben. Das wird ein Bombenspaß, Leute. Jo, dann packen wir die auch mal gleich dahin. Ich habe doch letztes Mal irgendwie aus Versehen dauernd Bomben geschmissen. Das war doch der Gag, oder? Ich erinnere mich jetzt auf einmal wieder an den Bombencounter. Ja, die waren doch, weil ich ja emuliert den 3DS-Port gespielt habe, hatte ich ja ein bisschen Struggle mit den Buttons, wo ich die hinlegen soll. Und irgendwie habe ich dauernd Bomben weggeschmissen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Alter, die Framerate. Richtig am Abkotzen. Betätige den Schalter, damit sich die Plattform hebt. So erreichst du leicht ein höheres Stockwerk. Habe ich ja gemacht. Die hebt sich jetzt. Aber wir wollen ja kein höheres Stockwerk, wir wollen nach unten. Und das kann ich auch unten. Und dafür müssen wir jetzt hier Folgendes tun. Die Augen, oh Gott, das kann ich nicht mal gerade aussagen. Die Augen dieses Dinges müssen jetzt entzündet werden. Dafür müssen wir an den Rand ran, so. Und schmeiß mir schön so ein Bömmchen da rein. Oh. Und boom. Ja, der Bombencounter war wegen den verschwendeten Bomben. Sag ich doch, ich wusste es doch. So, Vorder Cross, als Erwachsener, Waldtempel, Schattentempel, Wassertempel, dann der Feuertempel. Dann das Schloss. Ach ja, das Schloss haben wir ja auch noch. Das Schloss ist auch sehr gelungen, das muss man echt sagen. Dann Wüstentempel. Bombe. So, das Ende sowieso als quasi Best-of nochmal. Das fand ich auch ganz nice. Hat mir ganz gut gefallen. Düdel, 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 düdel. So, gibt's auf der anderen Seite da noch irgendwas? Ja, da ist nochmal eine Tür. Und da drin ist noch etwas. Da gehe ich doch sonst auch nie hin. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Da ist bestimmt nur Müll drin. Oder Geld oder irgend sowas. Düdel. Oder ein Herz. Da ist mal kurz weg und schon ist der Fuchs durch den Tempel durch. Nee, noch sind wir nicht durch. Kommt noch ein bisschen was. Wir ernähren uns jetzt quasi der letzten Ebene des Tempels. Ist aber gleich so weit. Uah. Jetzt mal in das Loch da rein. Mann. Ja, lass dich fallen. Ja, so ist fein. Schön auf der Nase. Auf der Nase rumtanzen, nicht wahr? Und Rinder. Oh, oh, oh. Hat mir einfach in meinen Arsch reingeblasen. Da habt ihr das gesehen? Direkt in den Arsch da rein. Voll unangenehm. Ah, hier ist wieder Feuer. Oh. Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie. Sie werden mich auf jeden Fall treffen, keine Sorge, das kann ich euch so schon versprechen. Das kann ich schon mit guter Steuerung nie. Ja, das ging aber. Das ging aber. Oh, das Geräusch. So, gibt's hier vielleicht noch irgendwie was zum Heilen oder so? Ja, wunderbar. Wunderbest, sag ich mal. Wunderbest. So, dann gehen wir da hoch. Gucken wir mal lang. Hier kommt gleich wieder die Biester, da können wir einfach durchrollen. Oh. Ich dachte, weil du die Bomben schon hast. Nee, die kriegst du ja im Tempel. Das ist ja ein. Du kriegst ja meistens die Items im Verlauf des Tempels und musst die dann im Tempel auch noch anwenden. Wer braucht schon irgendwie so eine blöde Schleuder, ne? Einfach direkt aus der Luft mit dem Schwert wegsnacken. Das ist das. Das ist der Weg. Das ist der Weg. So. Das war doch hier irgendwie so ganz komisch. Gehen wir mal dahin. Machen wir uns wieder einen kleinen Shortcut, ne? Kommen wir wieder zurück. Hier ist, glaube ich, eine Fee drin. Ne, dann ist hier eine Fee drin. Ja, Wollo, sag ich doch. Meistens ist es so, dass du vorm Endboss irgendwo nochmal eine Fee bekommst. In der Regel. Ist immer ganz nett. Kann man sich nochmal auffüllen, bevor es dann soweit ist. Und ein paar Bomben. Schön. So, nimm mit los. Und die blöden Viecher sind wieder da. Ist das nicht schön? Freut man sich doch direkt. Kann ich die wegignorieren? Wahrscheinlich nicht. Ich versuch's mal, aber es wird nicht klappen. Sobald die unseren kleinen Buben-Knabenkörper sehen, wollen die uns verbrennen. Es ist einfach so. Sag ich doch.
Geh weg. Nein! Nicht so weit weg. Das ist zu weit weg. Ein bisschen da bleiben darfst du ja schon. Oh, nein. So. Wird noch ein Leben verloren? Nicht, dass ich gleich bei dem Boss sterbe, nicht wahr? Könnte ja sein. Achso, ich dachte, nee, so, mein 2DS ist jetzt beim 12. Rang kaputt gegangen. Die 12 ist wohl eine verfluchte Zahl. Black Mirror, ja. Oh Mann, ich weiß gar nicht, zum Glück, ich zähle einfach nicht mit, dann weißt du es nicht und dann passiert nichts. Das ist der Trick. Einfach nicht mitzählen, dann weißt du es nicht. Ich könnte es jetzt nicht beantworten, wie viele von den Dingern ich schon gemacht habe, aber schon viele. Schon viele. So. Du geht's rein hier. Hier gibt's nochmal Bomben, glaube ich. War clever, die jetzt zu öffnen, bevor ich eine Bombe benutzt habe. Dumm. Ja, ja, ja. So, das sieht doch sehr bombbar aus. Bomben wir das mal weg da. Und Rinder. Ach, mein eines Auge wird schon müde. Du ahnst es ja nicht. Hallo, ich bin's. Infernosaurus King Dodongo. Na dann mal los. Gottes Willen. Na? Und lass dir schmecken. Weg, 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 weg. Ich geh mal an den Rand. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich geh mal hier ran, an den Rand. Dann hast du Ruhe. Flüttert der gleich da gegen die Wand. Und dann können wir den schön wieder mit Bomben füttern. Ganz entspannt. Und lass dir schmecken. Schön wieder an der Wand dran. Aua, ich wurde einmal getroffen. Scheißendreck. Schmeiß mal her da. Komm rando. Und renn mal mit dem Schnüppel. Immer rein ins Bäuerchen. Einmal will er noch. Er will noch einmal. Ich bin vom Joystick abgerutscht. Oh mein Gott, das werden die Wert von Sekunden sein. Das hat trotzdem geklappt. Ich habe mich Dark Souls-mäßig einfach zur Seite gerollt. Das hat geklappt. Jawollo! Lord Ace, Grüße gehen raus und willkommen im Fuchsbau. Wundert dich nicht mit deinen Augen, ist alles in Ordnung. Wir spielen hier Ocarina of Time wirklich auf Originalkonsole. Deswegen sieht das so aus, wie das aussieht. Da zuckt er doch vor Freude. Ist schon ein bisschen gemein. Aber er hat es ja so gewollt. Sorry. So, dann sammeln wir schöne Container da ein. Ich nehme die ja mal alle mit, ne? Ein Herzcontainer. Wunderbar. Oh, das Geräusch. Sound ist manchmal ein bisschen crazy. So, Rinder. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen browige Umarmung. Moin! Wie auch im Grinsen ist. Ey, geil! Ich bin es, Darunia. Du hast eine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Schön für dich. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Die Legende von Zelda, aber ich bin doch Link. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den... Nochmal, Herr Lordarzt. Ach, ein Abo! Grüße gehen raus und danke fürs Abo! Und der Fels, der deinen Eingang... Der den Eingang der Höhle versperrt, Alter. Heute läuft es aber auch. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach... Gebt mir den heiligen Stein
und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Ah, weiß jetzt auch nicht. Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Du. Ist er nicht wunderschön? Oh gut, der ist ein bisschen pixelig. Also sieht er doch ganz hübsch aus. Der Goronenopal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Das hat auch nur das Game, ne? Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Das ist der Plan. Oh. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Warte, ich hab irgendwas im Auge. Geht mir voll auf den Piss. So. Dankeschön. Die Fee auf dem Gipfel des Todesbergs hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Bitte nicht. Einer von uns. Verzeih mir, ich schaff's nicht bis zum Schluss. Gute Nacht. Komm gut zu liegen, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Keine Sorge, es landet alles auf YouTube. Ihr könnt das alles, wenn ihr möchtet, nochmal wieder nachholen. Schlaf gut und danke fürs Vorbeischauen. So sieht's aus. Wir rennen jetzt erstmal weg, weil die Goronen wollen uns umarmen. Und das ist unangenehm. Die sind sehr kräftig und sehr, sehr fest mit ihren Armen. Ich sehe uns aber... Ihr müsst jetzt auch mal gleich entscheiden, wenn wir hier durch sind. Wir haben jetzt noch 18 Minuten. Da müsst ihr danach entscheiden, ob wir dann noch eine Stündle machen oder ob wir dann erstmal für heute dann breaken und dann morgen halt weitermachen. Mir ist es egal. Ich würde auch noch weitermachen. Morgen um 9 gibt es eine Prüfung. Der weitere Verbleib im Stream ist von... Am besten von Bestehen diese abhängig. Oh ja. Stifte raus. Fuchs stellt ein paar Fragen. Zwei gehen, glaube ich, parallel. Mehr gehen, glaube ich, nicht. Alter, wie es am Huckeln ist, wenn so eine Bombe explodiert. Total irre. So, Leute, jetzt arbeiten wir mal nach oben zu dieser wunderbaren... Nee. Jetzt. Was? Das war doch perfekt. Ich habe das als perfekt empfunden, muss ich ganz klar sagen. Link, du musst auch mal springen. Was ist denn los? Was ist denn los mit ihm? Warum springst du denn nicht? Er will nicht, er hat keinen Bock. Was ist denn sein Problem? Link, Junge, da ist eine Kante, du sollst springen. Bin mal sicher, schön dabei. Also wir haben schon mal ein Vote für... Aber am besten voten. Wollen wir voten? Alter, das kann doch nicht sein, der springt nicht, der Junge. Leute, ich spiele das Spiel hier nicht zum ersten Mal, ne? Da ist was komisch. Der Junge, der springt nicht. Ich komme nicht, ich gehe nicht. Ich kann das Spiel nicht durchspielen. Ich wechsle mal das Schild. Vielleicht hat er Probleme mit dem Schild. Ich weiß es nicht. So, Link, hier ist eine Kante. Bitte springe. Los. Ja, also. Hä? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du den zweiten Stein erhalten hast. Ist jetzt auch gerade ganz frisch passiert. Jetzt, just in diesem Moment. Gehen wir hier nochmal die Kuh streicheln. Das mache ich in letzter Zeit ja öfter, ganz gerne. Und schon bereue ich ein wenig, morgen nicht dabei sein zu können. Testallergie. Ja. Vielleicht lassen wir ihn doch ausfallen. Den Test. So, meine Lieben. Oh, Alter, wie das aussieht. Hallo Kuh. Ja, eigentlich wollte ich nur noch eben rein. Können jetzt. Oh. Sah gerade ein bisschen gruselig aus, wie der Kopf da so rumschwebte. So, jetzt müssen wir mal wieder das Schild wechseln, sonst kommen wir da gleich nicht auf den Berg rauf. Und. Oh, eben kurz ein bisschen in Deckung gehen, ne? Wir wollen ja nicht verrecken. Das sieht aber auch aus, du. Los. Oh!
was so ein armes Kind sich hier antun muss, oder? Unfassbar. Ich würde sagen, eine machen wir noch, komm. Bin zwar auch schon müde, aber wir haben jetzt ja nicht umsonst Stream-Marathon gemacht. Ne? Da kann man ja nicht so gut schon in den Sack hauen. Außerdem müssen wir Progress machen. Vielleicht warten wieder ein paar Herzteile auf uns, tatsächlich. Aber keine Sorge, ich sammle nur ein paar. Wenn wir noch ein Herz voll kriegen. Und dann machen wir direkt den nächsten. Den Next Tempo. Ah, schaff ich's schon? Oh, natürlich nicht. Einmal nochmal. Einmal müssen wir nochmal. Nützt nix. Letztes Jahr ging es, glaube ich, bis 1 oder ähnlich. Warst du auch schon am Samstag durch. Da war ich auch noch, da war mein Leben auch noch ein anderes letztes Jahr. Das war noch nicht so stressig und so aufzehrend. So. Bütz. Und bütz. Jetzt gehen wir noch ganz... Oh, Dekunus. Jetzt gehen wir noch ganz entspannt nach oben. Ganz entspannt. Also heute würde ich bequem noch die eine Stunde schaffen. Bin heute nicht so dolle müde. Ja, geilo. Komm, ich würde sagen, hauen wir gleich noch eine ran, Leute. Komm. Wer noch Bock hat, ist gerne noch mit dabei. Wie gesagt, kommt aber auch alles nochmal auf YouTube. Da kann man sich das auch nochmal nachgönnen. Ich wollte sagen, dann auch in besserer Qualität mit 60 FPS, aber dann wird hier nichts. Nicht bei diesem Game. Ich lade das dann trotzdem mit 60 FPS und WQHD hoch, aber das wird hier nicht viel bringen. Da ist kaum eine Verbesserung in Sicht, würde ich sagen. Du. Du. So. Moin. Jetzt gehen wir erstmal da rein. So, es ist endlich soweit. Wir treffen auf die erste der großen Feen. Und die sehen halt einfach speziell aus. Das muss man einfach sagen. Die sind speziell. Die sind wirklich speziell und die machen auch manchmal sehr seltsame Sachen. Aber das seht ihr gleich. Spielen wir erstmal das Lied der Lieder, um uns als königlicher Recke im Auftrag des Königs zu beweisen. Und dann schauen wir doch mal. Ich habe euch jetzt nicht, also ich muss sagen, die habe ich nicht unbedingt vermisst. Seht euch ihre Brust an. Sie ist sehr eckig. Hallo, mein süßer Fuchsi. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. I was born ready. Und sie spritzt mir da irgendwas in mein Gesicht rein. Ich will es nicht wissen. Es leuchtet golden. Es sieht aus, als werde ich geduscht. Ich weiß es nicht. Welche war die pinkelnde Fee? Ich weiß es nicht mehr. Die sticht Augen aus mit ihren Brüsten. Das kann man wohl so sagen, wie einfach nichts hochhält. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Die Pinkelfee kommt aber noch, keine Sorge. Eine neue Schwerttechnik, aber hallo. Komm weg damit jetzt. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Danke dir! Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Ja, die Lache habe ich auch drauf. So, nix wie weg hier. Jetzt haben wir, wie ihr seht, diese schön grün leuchtende, im Augen schmerzende Magieleiste. Löbt. Nun kann nichts mehr schief gehen, meine Lieben. Jo, jetzt der nächste Pro-Tipp. Wir nehmen jetzt diese lustige Eule hier uns zur Brust. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Ist das so? Naja, du wirst ja nicht wissen, was die mit mir gemacht hat, ne? Alter, wie der Kopf da rausfährt, das sah gerade ein bisschen gruselig aus. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Renner Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges.
Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Sehr gerne. Nein, nein, nein. So, auf geht's. Diesen kleinen Flug solltet ihr auch immer mitnehmen, denn er führt uns gleich zu einem Herzteil. Und, wenn Nacht wäre, auch zu einer Skulptur. Geh zur Kuh im Loch, bitte. Da waren wir doch gerade eben schon. Und außerdem musst du diesen Flug mitnehmen. Das lohnt sich nämlich, weil, wie gesagt, Herzteil und Skulptur. Machen wir erstmal Nacht. Warte, wie ging das? So. Ich hoffe, ich lande jetzt auch wieder hier. Wenn ich jetzt gleich wieder hochlatschen muss, weil er mich an den Eingang teleportiert, kotze ich. Aber ich glaube, man bleibt da, wo man gespawnt. Genau. Und hier ist eigentlich schon eine Skulptula gewesen. Okay, mir... Wo ist denn das? Mir wäre so gewesen, als wäre hier hinten dran eine Skulptula. Bin ich doof? Kann es einfach sein, dass ich doof bin? Da habe ich mich doch letztes Mal schon gewundert. Mir wäre so, als wäre das so gewesen. Egal. Jetzt versuchen wir mal hier das Ding zu finden. Vorsichtig. Vorsichtig, genau. Und dann kommen wir hier rein. Und da ist auch eine Kuh. Guck mal. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird die Energieleiste um 1 Herzcontainer erhöht. So sieht's aus. So, damit hätten wir das. Jetzt lassen wir mal gerade ein bisschen in mich gehen. Wir können jetzt natürlich nochmal nach Goronia zurück sozusagen. Da gibt's noch ein Herzteil. Gibt's da noch mehr zu sammeln? Ich glaube nur dieses Herzteil. Mehr haben wir da eigentlich nicht. Lohnt sich fast gar nicht. Aber das holen wir uns eben noch schnell. Wenn wir eh schon da sind. Dann... Ich mach mal wieder Tag. Was haben wir noch? Dann... Ja, und es gibt noch 2 auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Da sind auf jeden Fall noch 2 am Start. Und dann soll es auch reichen. Dann haben wir wieder einen voll und dann können wir in den nächsten Dungeon gehen. Der wird nochmal spaßig, ich sag's euch. Jetzt gehen wir aber... Nein, nach Goronia wollte ich. Fuchs, Konzentration bitte. Ich weiß, es ist spät, aber konzentriere dich jetzt bitte. Kann halt aber sein, wenn wir dann gleich noch nur beim Erwachsenen glauben. Das könnte sein, dass das nur beim Erwachsenen ist. Das könnte sein. Es könnte sein, dass wir dann, wenn wir gleich noch ein Stündchen machen, dass wir den nächsten Tempel vielleicht noch nicht ganz abschließen. Dass wir da mittendrin breaken müssen. Das wäre ja doof. Das könnte sein. Oder wir machen kurz Überminuten. Wir gucken mal. Guck mal. Der Endgegner da ist auch so schön. Da habe ich richtig Bock drauf. So, hallo, ich muss einmal den Gebirgspfad wieder hoch. Das nützt auch nichts. Ne? Jeder Gang macht schlank. So, vorsichtig, vorsichtig. Danke. Jo, immer munter weiter. Ich bin immer noch ganz heiter. Ist mehr als ein Herzteil noch da? Ich glaube nicht, oder? Ich gehe gerade in mich, aber ich bin mir nicht sicher. Da rollt ein Ball auf mich zu. Oh nein, er hat mich runtergebumst. Ich dreh durch. Oh nee. Komm, jetzt könnt ihr wieder lachen. Alter, wie blöd. Und ich guck mir noch an. Ey, da rollt der Ball auf mich zu. Ich gehe doch immer seitlich da hoch. Ihr habt mir doch schon 1000 Mal zugesehen. Jedes Mal gehe ich seitlich diese Kante hoch, weil der Ball da kommt. Jedes Mal. Warum jetzt gerade nicht? Warum? Was ist mit meinem Gehirn passiert, dass ich da meinte, nö, diesmal gehe ich mal direkt einfach los. Einfach mal gucken, was passiert. Musste nicht verstehen. Musste nicht verstehen. So, jetzt nochmal. Immer hier seitlich hoch, dann kann nichts passieren. Das ist der Trick. Ganz einfach. Ganz einfach. Es klappt halt immer. Auch letztes Jahr. Ist es letztes Jahr auch passiert? Unfassbar. Ja, Traditionen müssen gewahrt werden, ne? Ich sag's ja. Traditionen müssen gewahrt werden. So. Rinder. Rinder. So, jetzt sind wir in Goronia. Hier müssen wir eigentlich nur einmal kurz nach unten. Am besten, ich mach's am liebsten halt wirklich immer hier. Da geht's eigentlich immer ganz gut. Wie viele Bomben habe ich noch? 9. Ja, scheiße.
Sagt man nicht, Leute, sagt man nicht. Macht man nur. So, ich versuche mal mein Glück. Das wird scheiße. Um Gottes Willen. Das wird übel. Ich sag nichts, aber das wird übel. Ich kann nicht mal gerade auslaufen. Ist reingegangen? Oder ist drüber weg? Ist drüber weg, ne? Okay, warte. Ja, geil. Komm, gib mir gleich das Herzteil, bitte. Sei so ehrenhaft. Oder wenigstens Bomben. Voll am Ausrasten, das Ding. Toll. Geld. Kann ich nichts anfangen. Drehen Sie sich bitte weiter. Hier wachsen doch genug Bomben für den Notfall. Ja, aber das nervt mit den wachsenden Dingern. Die eigenen sind einfacher. Die kannst du frei hier platzieren. Dann muss ich nicht darauf warten, dass ich dieses Ding... Geilomat, Mann! Ich hab's einfach drauf, Leute. Ja, ich bin der Einlocher. Oh Mann. Komm, Herzteil bitte, damit ich hier abhauen kann. Ah, oh, ne, wenigstens neue Bomben. Das ist gut, damit kann ich auch arbeiten. Der Einlocher. Ja, Mann. Ab jetzt nennt man mich bitte so. So bin ich überall bekannt. Weit und breit bin ich bekannt als Einlocher. Der Einlocher. Oh mein Gott. Ist Zeit, glaube ich, fürs Bett. Na, aber ein Stündchen machen wir noch. Komm, Stündchen machen wir gleich noch. 3 Minuten, es gibt wieder Pause. Deine Bauchbindenbeschreibung, ja. Blaufuchs. Der Einlocher. Wunderbar. Oh, geil, Omat, Mann. Das liegt an der Originalkonsole. Ernsthaft, weil die so langsam ist, kann ich das verarbeiten. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Meine Fresse, wieso? War das zeitlich irgendwie oder so? Nee, ne? Noch nicht befriedigend genug, sonst gäbe es ein Herzteil. Ja, ich muss wirklich an meinem Skill arbeiten. Einen Moment. So, warte. Jetzt link, rein damit. Oh, das ging rüber. Nee, ging, Alter, das ging rein. Was geht ab, Mann? Na, bitte, Herzteil, bitte, Herzteil, bitte, Herzteil, bitte, Herzteil. Meine Fresse. War das zeitlich irgendwie? Gab es da irgendeine Regelung oder ist das random? Können wir auf die andere Seite gehen? Wir gehen auf die andere Seite. Nein, nicht da rein. Weiß ich nicht mehr. Wir hatten das doch letztes Mal so ausdiskutiert und da hat mir doch einer das genau erklärt. Wie kann ich das in einem Jahr wieder vergessen? Einfach wieder weg. Aus meinem Hirn rausgelöscht. Dass du mit dem Controller überhaupt was triffst, fand das auf dem 3DS schon eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Ja, ich bin hier selber, ich muss das auch gestehen, ein bisschen stolz. Also, tatsächlich, das ist eine Herausforderung und, oh, der ging aber ganz weit weg. Der auch ging auch weg. Ich muss mich jetzt erst auf diese neue Position eingruben. Das ging, glaube ich, rein. Ja, geilo. Ich glaube, das hängt von der Position ab, wo man steht. Ich glaube schon. Yes! Wir sind frei! Frei sind wir! Geilomat! Einsammeln, abhauen. Höhen. Ein Herzteil. Sammel noch 2 Herzteile und du erhältst einen neuen Herzcontainer. 2 Stück, kein Problem. Ja. Ich glaube, ein easiges gibt es noch auf dem Weg zum Hyliasee. Da müssen wir gleich eh hin. Geilomat. Weil wir da eine Flasche organisieren müssen. Beziehungsweise eine Nachricht finden müssen. Das läuft. Das läuft. Können wir gleich doch direkt mit dem nächsten Dungeon loslegen. Vielleicht schaffen wir den dann doch noch. Jetzt machen wir kurz über Minuten. Der muss durch. Das hilft nichts. Hab ich noch Platz auf meiner Festplatte? Noch für 30 Stunden. Ja, wir können noch ein bisschen. So, Leute. Luke hat los. Luke hat los. Dann gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Gebiet sozusagen. Und von dort aus ergeben sich automatisch noch ein paar Herzen.
Ah, sogar noch eins. Easy. Kriegen wir ohne Probleme hin. Da müssen wir gar keinen Stress haben. Alles easy. Wie er da weg eskaliert, der Junge. Richtig irre. So. Ja, Hahn, bleib mal entspannt. Soll ich abkürzen? Na, lieber nicht. Bin in Sorge. Aber ab hier können wir abkürzen. So, ja, meine Lieben, der Hahn ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen mal wieder entspannt. 5 Minuten Aua Pause und gehen dann tatsächlich erstmal in die letzte Stunde für heute über. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ne? Wenn wir morgen um 9 weitermachen, ein bisschen schlafen muss ich auch noch, ne? Dann machen wir jetzt entspannt gleich noch ein Stündle. Gucken, wie weit wir kommen. Kann halt sein, wenn wir ganz knapp vorm Ende sind von dem Tempel, dann machen wir den eben noch fertig, ne? Weil, naja, das schaffen wir schon. Aber dann machen wir jetzt hier erstmal entspannte 5 Minütchen. Ich speichere mal wieder ab und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich in 5 Minuten wieder. Holt euch was zu knabbern, holt euch was zu trinken. Und ja, dann bis gleich.